Jetzt kommt der nächste Regel. Wenn ihr so viel Platz zündet, dann dauert es so lange. Den hat jeder. Die normale Stimme, die Ton hier kann man auch verdrehen. Der kann die auch dann drehen. Also, ist eigentlich einfach. Schon zweimal hier vorgemacht, aber ich hoffe, es sind ziemlich viele andere Leute jetzt. Ja. Interessant ist, es gibt die Obertonreihe fest, da kommen ganz bestimmte Intervalle, eine Oktave, eine Quinte, eine Quarte, da kommt ein Durterz, da kommt ein Durakkord vor, ein wunderschöner. Oder so eine Oktave tiefer. Und so, wenn ich aber Moll will, kann ich meinen Knopf noch so genau drehen, ich kriege eine Tonleiter. Oder so was Ähnliches, aber ich will aber da ist nichts dazwischen, da gibt es keinen Oberton. Es gibt theoretisch einen 19. Teil, und der ist aber zu weit oben, den kennt man nicht mehr. Der ist noch ganz viel weiter oben. Und da sind sie schon so eng, da gibt es praktisch alles. Da gibt es gar nicht mehr so bestimmte Schöne. Da kann man nichts mehr mit anfangen, auch wenn man ihn rauskriegen würde. Das ist wie bei der Trompete, wenn man ganz hoch spielt, irgendwann gibt es keine bestimmten Töne mehr, sondern wird es einfach unklares Zeug. Wenn ich jetzt Moll will, muss ich einfach an dem anderen auch drehen, damit ich unten einen Ton habe, in dem der Oberton drinsteht, ich haben will. Dann mache ich durch. Das waren jetzt verschiedene. Es war Moll und Frühgespissle. Oder? Und wo kriege ich jetzt einen? Nehme einfach irgendwo Ton, da geht es vielleicht nicht auf. Das habe ich auch gestern schon mal gemacht, weil es ein gutes Lied ist. Es geht schlecht, aber es ist lustig. Nicht so lange Erklärung zu meinem Gerät, dass es noch mehr Knöpfe hat. Zum Beispiel, ganz kurze Version. Yeah.
Zeit und hatten noch einige. Weil jeder kann es haben, es kostenlos. Man kann es auch selber weiterentwickeln. Andere weitere Knöpfe oder Kombinationsmöglichkeiten oder sollen wir nochmal klein?